Es wird viel passieren bei Marienhof im Ersten. Viel Spaß wünscht die 5-Minuten-Terrine von Maggi. Es wird viel passieren. Ich kann eben gut schreiben, deswegen ist es mein Job. Und Sina kann gut singen und du kannst eben gut... Und ich kann gut Topfreiniger verkaufen. Ist es das, was du sagen wolltest, Marlon? Weiß denn derjenige, den du für den Vater hältst, inzwischen davon? Nein, das darf er auch nie erfahren. Was ist? Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Da habe ich mir gedacht, dass ich jetzt auch privat einen neuen Lebensabschnitt beginnen will. Willst du meine Frau werden? Es wird viel passieren. Ich kann meine Frage auch gerne wiederholen. Vielleicht auf Spanisch? Nicht nötig. Raul, das ist echt alles total süß von dir, aber ich kann dich nicht heiraten. Lilly, jetzt bleib doch bitte mal stehen. Wozu denn? Damit du mir erzählst, was ich für eine graue Maus bin neben deiner tollen Sina, oder was? Das habe ich nie gesagt. Aber gedacht. Richtig interessant, weißt du? Alle machen ihr Ding. Schreiben, singen, retten die Welt. Und ich? Ich bin Queen of Topfreiniger. Na toll. Die Nummer nervt langsam, okay? Weißt du was? Geh doch zu deiner Verabredung und bastel an eurer großen Karriere. Ich gehe jetzt ins Foxy. Lilly, jetzt warte doch bitte mal. Hey! Komm. Komm zurück, ich will dir was zeigen. Was denn? So, stell dich hier hin. Mein Mann und die Baustelle gehört meinem Onkel, ja? Ja. Kann ja gut sein. Es wird eine super Überraschung. Ich bin auch gleich fertig. So. Nicht gucken, ja? Mach die Augen zu. Hey, mach die Augen zu. So, jetzt komm hier rüber. Ein Beinchen. So. Zweites Bein. Sehr schön. So, komm hier rum. Taps, taps, taps. So. Ja. Jetzt gib mir deine kleinen Händchen. Und dann mit dir. Und jetzt aufgepasst. Ih, was ist das denn? Oh, the one and only Lilly. Der erste Walk of Fame in Köln-Marienhof. Den größten Star meines Lebens. Du bist verrückt. Ja, mag sein. Aber verliebt. Ich kann das gar nicht glauben, Regina. Trennung? Ausgerechnet jetzt, wo wir es nochmal versuchen wollen? Das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Oder gibt's irgendwas, was ich wissen sollte? Das willst du doch nicht wirklich, oder? Es ist so viel passiert in den letzten Monaten. Und es wird viel passieren. Besseres in den nächsten Monaten, wenn wir es wirklich wollen. Unser altes Vertrauen ist nicht mehr da. Und vielleicht... Was? Vielleicht war die ganze Sache mit Sülo ja nur ein Symptom. Dass du mich nicht mehr liebst? Nein. Aber es gibt einen Punkt, da kann man zerstörtes Vertrauen nicht mehr aufbauen. Dafür haben wir beide ja gründlich gesorgt. Du bist irgendwie verändert, Regina. Ich komme gar nicht mehr an dich ran. Seit du bei Lisa in der Praxis gewesen bist, bist du krank. Willst du mich schonen, indem du mir was verschweigst?
Jetzt sprich mit mir! Es hat keinen Sinn mehr mit uns, Matthias. Paul, wenn ich gerade Nein gesagt habe, dann war das kein Nein zu uns oder zu unserer Beziehung. Das weißt du doch, oder? Das ist nur so. Was? Naja, im Moment ist so viel los. Die Eröffnung vom Daily ist doch gerade erst vorbei. Ja, aber sie ist vorbei. Ja, aber jetzt stecke ich bis zum Hals in Vorbereitung für das Fitnessstudio. Ich meine, das ist doch wirklich nicht die Zeit, um so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Raul, ich bin total glücklich mit dir, wirklich. Auch ohne Hochzeit. Marlon ist also mit Sina unterwegs. Ja, aber nur berufsmäßig. Er hat gesagt, ich bin für ihn die Nummer eins. Sag mal, haben Sie auf der Hochzeit für Köln noch Bewerber gemeldet? Du, was ist denn hier los? Okay, dann fahr's, bist du gut. Bis dann. Toni, wollen wir nicht lieber gehen? Ich spende dir auch eine Pizza und du bezahlst das Video. Ach komm, auf eine Cola bleiben wir noch, hm? Sag mal, hat Marlon nicht erzählt, dass er irgendein Casting begleiten soll? Für Youngsters. Aber deswegen muss ich mir das hier echt nicht antun. Hm. Zwei Cola, bitte. Stimmt so. Das hier ist genau meine Veranstaltung. Ach ja? Weißt du, was ganz oft auf meinem Zeugnis stand? Vielleicht sie ist blond, aber lustig? Da kenne ich aber bessere Blondinenwitze. Nein, Antonia Maldini hat für alles Interesse und ist stets bemüht. Nenn mir mal irgendeinen Lieblingssong von dir. Madonna, Like a Prayer. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear your call, my name, and it feels like home. Ich sag's dir immer, kein Talent lässt sich auf Dauer verbergen. Hi, ich bin Pete, Talentscout und Mitorganisator dieser Aktion. Ich fänd's gut, wenn wir uns übermorgen bei der Show hier sehen würden. Ausgerechnet ich? Ja, wir sehen uns. Damit alle über mich lachen. Nein, danke. Wo ist der denn? Hier bist du. Ich bin schon die ganze Zeit hier. Da kann ich dich ja lange suchen. Ich habe mein Handy ausgestellt. Ich musste über einiges nachdenken. Das sollte eben kein Vorwurf sein. Na, schon okay. Und ist das der Anfang eines Tagebuchs? Ja, der Anfang einer lukrativen Zusammenarbeit, denke ich. Deswegen bin ich auch noch hier. Wie Zusammenarbeit? Ich habe mal überschlagen, was es uns bringen würde, wenn das Dailies und dein Studio an einem Strang ziehen würden. Ich verstehe nicht, was du meinst. Du hast doch von einer Bank wegen der Förderung des Bundes noch diesen Kontokorrentkredit fürs laufende Geschäft bekommen. Ja, und? Um den geht's. Den solltest du nicht überstrapazieren. Da können wir eine Menge Geld sparen, indem wir die Buchhaltung, Bestellungen, Abrechnungen und so koordinieren. Also bei meinem Getränkelieferanten zum Beispiel ist das überhaupt kein Problem. Größere Mengen, höhere Rabatte. Ist ja logisch, ne? Ja, also den Kontokorrent, den wollte ich ja sowieso nur im Notfall verwenden. Wenn unsere Planzahlen stimmen, dann reicht nämlich der Kredit vom Bund. Aber Synergien sind ja immer eine gute Idee. Eine geniale sogar. Weißt du was? Ich tippe das hier für dich ab und mach dir eine Kopie davon. Okay, Partner? Ja. Meinst du nicht, wir sollten auch noch mal über ein anderes Partnerthema reden? Du meinst die Heiratsnummer? Ja. Du kennst mich doch. Da hatte ich gerade meine 10 sentimentalen Minuten. Das war eine absolute Schnapsidee von mir. Aber sonst ist doch alles okay zwischen uns, oder? Du, wir könnten auch noch die Putzfrau teilen. Ich meine, das ist jetzt kein großer Posten, aber Kleinvieh macht auch Mist, oder? Du hast den falschen Vater.
Matthias wird das nie verkraften. Laufen. Ich habe früher meine Boygroups auch immer in Enkelschleife gehört. Du brauchst dich nicht schämen. Welche waren das, wenn ich fragen darf? Darfst du nicht? Wofür war da? Weil du meine ganzen vielen Termine akzeptierst, auch die mit Sina. Und wenn ich in den Job was werden will, dann kann ich einfach um 5 Laptop und Mikrofon wegpacken. Ich bin ja auch lernfähig, auch ohne Abitur. Ich habe gleich einen Termin, in 20 Minuten muss ich weg sein. Wollen wir uns danach im Foxy treffen? Ist ja mal was ganz anderes. Ich soll da diesen Castingchef treffen für den Wettbewerb in Köln. Interviews mit den Kandidaten und überhaupt. Mega wichtig, klar. Aber mit dir ist es immer schön im Foxy. Ich komme. Super. Tschüss, mein Engel. Tschüss, Schatz. Was ist das denn? Lieber Marlon, komme heute Abend zurück und dann werden wir sehen, wie es mit uns weitergeht. Beruflich und privat. Kuss, Sina. Hallo, darf ich? Ja, klar. Du hast es doch gestern auch mitgekriegt mit dem Heiratsantrag, oder? Oh ja, das war ja nicht zu übersehen. Ja, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Da stellt dir der Mann, den du verdammt lieb hast, die Frage aller Fragen und du lässt ihn vor allen Leuten abblitzen. Naja, du wirst dir ja sicherlich auch deinen Teil dabei gedacht haben, oder? Sag's ruhig. Wieso glaubt eigentlich alle Welt, mich als Paartherapeutin einspannen zu müssen? Na, ist doch wahr. Ausgerechnet ich, der in Sachen Liebe eine Bruchlandung nach der anderen hinlegt. Mein letzter Schuss in den Ofen hieß Jakob, schon vergessen. Es tut mir echt leid, Andrea, das war blöd. Ach, schon gut, aber im Moment kann ich mir den Liebeskummer anderer Leute nicht auch noch anhören. Verstehst du das? Ja, ist schon gut, du bist eingeladen. Nimm es als Entschuldigung für meine nicht immer sensible Art, ja? Ich hätte Ihre Bestellung sofort aufgenommen, junge Frau. Davon gehe ich aus. Ich würde gerne noch mal über gestern Abend mit dir reden. Falls wir dieselbe Sache meinen, ist die Angelegenheit für mich ganz einfach. Ach ja? Du hast meinen Antrag abgelehnt, das ist mein Risiko und dein gutes Recht. Ja, sicher, aber trotzdem. Ich bin ein Freund von klaren Ansagen. Und deine Ansage war ziemlich klar. Können wir nicht in Ruhe darüber reden? Vor dir steht die Ruhe in Person. Und wenn wir schon bei klaren Ansagen sind, falls du dir für alle Fälle ein Hintertürchen offen halten willst, bist du bei Raul Garcia an der falschen Adresse. Sorry, es ging nicht schneller. Was ist los? Du warst am Telefon schon so komisch. Das ist los. Was verstehst du also unter rein beruflicher Ebene? Von wegen, ich sehe Gespenster. Du hast echt ein Sina-Problem. Im Gegensatz zu dir. Die Karte ist völlig harmlos. Und deswegen hast du sie von mir versteckt? Quatsch, ich habe sie bloß wieder dahin getan, wo sie war. So, so. Und? Wie geht es jetzt mit euch weiter? Kannst du den Satz auch mal normal lesen? Was aus uns wird, bedeutet nur, dass Sina und ich beruflich gerade etwas angefangen haben. Und natürlich sind wir neugierig, wie es für jeden von uns im Leben weitergeht. Mehr nicht. Die Frau, die ich liebe, heißt Lilly Weidemann. Und ich würde sie ja gerne an den Himmel schreiben. Okay. Ich glaub's dir. Ja,
meine Güte, das ist mir ja völlig klar. Aber bevor ich das nicht gesehen habe, gehe ich hier nicht weg. Entschuldigung, ich habe ein Problem mit Herrn Kruse. Der will unbedingt die Krankenakte seiner Frau sehen. Hallo, Matthias. Hallo, Lisa. Du hast Glück, mich hat gerade eine Patientin versetzt. Trixi, keine Störung jetzt bitte. Danke. Setz dich doch. Lisa, folgendes. Du musst mir jetzt erstmal erzählen, wie es Jenny in München geht. Habt ihr hoffentlich noch Kontakt? Ja, ja, wir telefonieren öfter miteinander. Es scheint, als ob sie sich ganz gut eingelebt haben da unten. Das freut mich. Lisa, ich muss wissen, was mit Regina los ist. Was hat sie? Matthias, du weißt genau, dass das unter die ärztliche Schweigepflicht fällt. Ich darf ohne ihre Zustimmung nichts darüber sagen und die habe ich nicht. Komm, mit diesem ganzen Paragraphenmist habe ich mich den ganzen Tag als Rektor rumgeschlagen. Wir sind doch unter uns. Entschuldige, aber bitte, was lässt dich vermuten, dass Regina etwas hat? Tja, wo soll ich da anfangen? Wir haben in letzter Zeit sehr viele Probleme miteinander gehabt. Da ist ziemlich viel Mist gelaufen, auf beiden Seiten. Und dann war es wieder besser, dachte ich jedenfalls, bis... Ja? Bis sie von einem Besuch von dir zurückgekommen ist. Und seitdem herrscht Funkstille. Jetzt will sie sogar die Trennung, was völlig absurd ist. Und es gibt für mich nur eine Erklärung. Regina hat eine so schwere Krankheit, mit der sie mich nicht belasten will. Ja, jetzt will ich, ach, will ich, muss von dir wissen, was es ist. So leid es mir tut, Matthias. Aber das soll sie dir selber sagen. Eine Antwort ist natürlich auch eine Antwort. Ja. Hi. Hallo. Ach, übrigens, die schleppe ich schon seit gestern mit mir rum. Vielleicht kommt deine Chance ja noch. Hm? Test. Test one. One, two, check. Test. Here I stand alone with this weight upon my heart. And it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. When I tried. Hier, du kannst das. Los. Okay, wir müssen weitermachen, aber Kompliment. Ich hab's ja gewusst, dass ich mich auf meinen Riecher verlassen kann. Wenn wir uns morgen nicht beim Casting sehen, dann nehme ich das persönlich. So, jetzt muss ich mich um die Fernsehleute kümmern. Lilly, das war klasse. Ich habe sogar Gänsehaut bekommen. Ich auch, aber vor Aufregung. Lilly, sag nichts. Das war super. Danke. Sag mal, hast du noch mehr so Geheimnisse vor mir? Das war echt super. Danke, Schatz. Toni hat mich gezwungen. Hey, schöner Titel. Gefällt mir gut. Darf ich? Ich muss mich sowieso noch ein bisschen einsingen. Natürlich. Ihr seid meine 100. Kunden diese Woche. Ich lade euch ein. Gut? Okay. Drei Wasser, drei Salat, zwei Cola, ein Wasser. Kommt sofort. Ja. Ist ja gut was los hier. Wo ich bin, ist immer was los. Ja. Kann ich dir trotzdem eine Frage stellen wegen des Eröffnungs-PPs für morgen? Mhm. Ich habe keine Ahnung von den Mengen. Und du hattest auch was von Deko gesagt. Mach dir keine Sorge. Ich habe alles notiert, wird alles erledigt, okay? Und mit dem Teil da, das ich besorgt habe, kannst du in jeder Ecke Blümchen verteilen. Der ist für mich, also für mein Studio. Du bist ein Schatz, Raul. Habe ich Frau Busch kurz vor Ladenschluss als Restposten abgeschwatzt. Sorry. Raul, bringst du uns bitte noch drei Tiramisu? Komm sofort. Ich lade dich ein. Cool. Ich wollte mir gerade einen Salat machen. Möchtest du auch einen? Nein. Ich möchte jetzt endlich den Grund für dein seltsames Verhalten erfahren. Und komm mir nicht wieder mit irgendeiner fadenscheinigen Vertrauenstheorie. Ich war heute Nachmittag bei Lisa. Keine Angst, sie hat ihre ärztliche Schweigepflicht nicht verletzt.
Aber sie hat mir einen Satz mit auf den Weg gegeben. Das soll sie dir selbst sagen. Also, Regina, ich will jetzt wissen, was das bedeutet. Was ist los mit dir? Hallo, ich wollte was aus meinem Zimmer holen. Muss das unbedingt jetzt sein? Jetzt lass es nicht an ihr aus. Ich bin schon wieder weg. Ich kann's dir nicht sagen, Matthias. Es geht nicht. Wie du meinst. Es will mir einfach nicht in den Kopf. Na gut, wenn du dich lieber ausschweigen und verkriechen willst, statt deinem eigenen Mann die Wahrheit zu sagen, dann bleibt wohl nur die Trennung. Täusche ich mich oder war es halt besonders gut? Das müssen schon andere beurteilen. Geile Stimme, oder? Ja, aber nur die Stimme. Okay. Hör mal, ich muss noch ganz kurz zu Piet was besprechen, wegen den Interviews mit den Kandidaten. Kein Problem. Okay, aber nicht weg. Hallo, Kollegin. Nein, ehrlich, dein Song vorhin war richtig hübsch. Karaoke ist schon total witzig. Finde ich auch. Mhm. Und da merkt man dann den Unterschied. Das Karaoke-Nachgesinge bringt einfach nur Spaß, aber so ein richtig durchchoreografierter Gig ist harte Arbeit. Aber als Amateurin brauchst du dir, um sowas keinen Kopf zu machen. Sei froh. Bekommen. Ach, das ist ja toll. Weiß Tom das schon? Na wie denn? Guck mal auf die Uhr. Stimmt. Ist noch nicht ganz an der Zeit. Heute schon. Tom! Der große Bauer. Wen hat, hat's gut. Was ist mit Raul und Carlos? Also, im Moment fühle ich mich gerade wieder sehr zu Raul hingezogen. Und wie kommt? Ja, ich weiß auch nicht. Seit ich seinen Antrag abgelehnt habe, da merke ich erst wieder, was für ein toller Mann er eigentlich ist. Ich warne dich da! Ich warne dich! Matthias, ich glaube, du hast so einen Knall. Zuerst kommst du hierher, willst mit mir Frieden schließen und jetzt das? Bloß die Schnauze. Sag mal, spinnst du? Was habe ich dir denn getan? Das kann ich dir genau sagen! Du schweigst!